Ich wollte eigentlich ein Bier. Das Bier kommt natürlich auch. Wunderbar. Verzeiht, ich habe dir nicht ganz richtig zugehört. Lächelt er dir wieder freundlich zu und geht dann an ein großes Bierfass, was da wohl auch steht. Du siehst ja wohl verschiedene Aufschriften, auch Verdocker Bier, verschiedene Biere aus allen Herren Ländern. Und dann wird er dir da wohl einen Verdocker zupfen. Ja, wunderbar. Ja. Und nun, Mendarion, eine ganz wichtige Sitte. Bevor man trinkt, stößt man miteinander an und wünscht sich gute Gesundheit. Das machen wir jetzt. Also, hebe deinen Becher. Jetzt hebe ich Becher. Wünsche ich mir Gesundheit? Dann ihr wünscht mir gute Gesundheit und ich wünsche euch gute Gesundheit. Und dann. Wem wünschen wir uns das? Das wünscht man sich einfach so. Es ist wie eine Grußformel. Also wie euer Banbaladin. Ah. Und das verstehe ich. Gut. Und dann führen wir die Becher zueinander, sodass sie einander leicht berühren. Nicken und dann trinken wir von unserem jeweiligen Getränk. Los mit dem an. Nehme all meinen Mut zusammen und trinke. Ihr habt vergessen, auf die Gesundheit zu sagen, Mendarion. Oh, natürlich, auf eure Gesundheit. Auf eure Gesundheit. Ja, und also Alkohol riechst du auch nicht, es riecht nicht nach Gift, es riecht nur süß. Und es schmeckt. Ich hab kein Abvenenum, das heißt, ich zwinge mich jetzt. Du hast kein Abvenenum, okay, ja. Ich hab kein Abvenenum. Gut, ja, selber schuld. Ja, es schmeckt süß und gut und lecker. Und nach Natur, ja, doch, irgendwo schon. Schmeckt nach Trauben. Nun, das war gar nicht so schlimm. Das habe ich ja gesagt. Nun, wenn ihr davon redet, steht davon, als wäre es wie euer Bier, aber ihr riecht gar nicht so schrecklich. Wieso? Ihr mochtet doch mein Bier. Nein, ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Du hast es in einem Zug getrunken. Ich habe es nicht getrunken. Und mich hast du angelogen? Ich habe nie gesagt, ich hätte es getrunken. Ich bin zutiefst schockiert. Jetzt musst du den anderen Becher auch noch trinken. Ja, ich weiß nicht, was er von mir will, aber. Der zweite Becher mit Eiswein steht da noch. Der kommt dann auch weg. Ja. Schmeckt gut, wie gesagt, also. Du weißt nicht genau, warum der Alkohol immer so verteufelt wird. Also den Eiswein kann man gut trinken und Bier hat das gar nichts zu tun. Ich sehe mal, wo Raffin ist. Ja, der ist bestimmt draußen. Gib mir mal eine Zechenprobe. Jetzt kommt Zechen mit -2. Ist der Klugheit mit drin? Elefant. Oh, hätte ich noch einen Chip, könnte ich das sogar versuchen. Aber habe ich nicht. Ja, okay. Derweil die anderen. Wir machen mit Abelmir weiter, der wollte eben auch irgendwas tun. Ich würde mir ein Glas Prosperania von so einem Lakaien, der da rumläuft, wahrscheinlich mit so einem Tablett irgendwo greifen. Silbertablett. Und leicht dran nippen und mich dann unauffällig mir mal das Erdgeschoss angucken. Treppenaufgänge, Treppenabgänge, leicht die Vorhänge vorbeiziehen zu irgendwelchen Räumen, die nicht offensichtlich offen sind. Am Treppenaufgang kannst du Wachen erkennen, und zwar sowohl links als auch rechts, die da, ja, was heißt bewaffnet stehen. Sie sehen zumindest so aus, als ob sie Waffen verborgen hätten, aber sie haben auch selber Masken aufgesetzt, sodass sie in Uniform und Masken dort den Aufgang bewachen. Es sind Prios-Masken, die sie tragen. Was die vielleicht auch merkwürdig erscheint, aber aufgrund der Statur könntest du meinen, dass es auch wohl Verkinas sind. Du findest einen Dienstboteneingang, wenn du so ein bisschen umherstöberst. Irgendwann stehst du plötzlich in der Küche, wo dann Leute kochen, viele, viele Sachen, die dann für das Buffet wieder hergerichtet werden. Dicke Leute, die dann hier mit ihrer Kochmütze auf dem Kopf, es ändert dich vielleicht so ein bisschen an das Selander, also es riecht sehr exquisit. Kannst die verschiedensten Zutaten erkennen. Ein großer Fisch, der da wohl gerade klein gehackt wird. Siehst da wohl auch noch eine große Liste mit den Gerichten, die dann wohl später noch gereicht werden. Ja, also eine gute Liste an Sachen, die da gereicht werden. Ich würde, wenn ich einen Raum erreiche, in der gerade kein Betrieb ist, also keine Menschen drin sind,
würde ich vielleicht mal die Fensterläden aufstoßen, falls die schon offen sind, und mal hochlupen, ob man am Haus irgendwo an dieser Seite irgendwo hochkommt, klettertechnisch. Kommt drauf an welcher Seite des Hauses du dich dann gütig tun willst, aber es gibt hier viele Erker, viele kleine Winkel, viele Säulen, an denen man sich nach oben ziehen könnte, und du siehst wohl auch, wie es auf der einen Seite dann so ein bisschen ja Efeuranken oder Weinranken, also so wilder Wein, der dann da hochwuchert. Da könnte man sicherlich hochklettern. Das ist vielleicht gibt er auch nach, aber gerade wenn du deinen Stab dabei hast, für dich wird das wohl ein Kinderspiel sein. Und ich vermute auch, diese Ranken sind irgendwo an so einer Art Holzgerüst angebracht. Genau, genau. Also du kannst dann auch sehen, wenn du dann an dem bosporanischen Bad vorbeigegangen bist, wo dann die Leute dann teilweise jetzt schon zur frühen Stunde nackt drin sitzen, mit ihren Masken auf, aber nackt, und sich da dann amüsieren, kannst du dann erkennen, wie, wenn du da vorbeigegangen bist. Es gibt auf der Hinterseite dann auch einen Balkon, wo man dann nicht mal mehr ein Fenster aufbrechen müsste oder aufschließen müsste. Also wenn man dann die Efeu-Ranken nach oben klettert und dann zum Obergeschoss oder zum Dachgeschoss käme, da könnte man sicherlich sehr einfach einsteigen. Ja, wenn ich in diesem Bad schon mal bin, würde ich mir die Leute noch angucken, genauer, ob sie nun ja Auffälligkeiten an ihren Körpern haben, auch fehlende Gliedmaßen, Narben etc. Ja. Dass man so die Leute sozusagen zuordnen kann, falls sie die Maske wechseln. Interessant, ja. Gib mir mal eine Sinnschärfe plus 13, vielleicht fällt dir was auf. Beziehungsweise, man könnte auch eine Etikette sein. Hast du Etikette plus 13? Etikette ist mir lieber. Ja, dann mach mal Etikette plus 13. Zählt Mittelreich, zählt vermutlich, oder? Ja, Almada ist irgendwo die Hälfte Mittelreich, Hälfte Bosporanisches Reich. Gut, dann hin. Und 10% Novadi. Ah, um einen Punkt verkackt. Ja, möchtest du irgendwas davon... Dein Charisma ist eingetragen. Nein, es lernt nicht. Wenn du mir deinen Schicksalspunkt gibst, ist es gelungen. Ach doch. Gib mir, dass es gelungen passt. Dafür würde ich keinen Schicksalspunkt aufwenden. Okay, gut. Ja, du schaust so ein bisschen. Sie sitzen natürlich im Wasser, sie haben ihre Maske auf. Du willst auch nicht so genau hingucken, weil einige sind da wohl auch gerade mit halb hochgeschobenen Masken und knutschen da wohl in der Ecke. Weiß nicht genau, was sie unterhalb des Wassers machen, aber. Sie haben keine fehlenden Gliedmaßen. Vielleicht haben sie Narben oder sowas an anderen Stellen, aber zumindest nichts Offensichtliches wie ein Armstumpf oder so. Ja, ich würde ihnen dann mal auch huldvoll zunicken und mich dann zurückschlendern in den Hauptsaal vermutlich. Mhm, gut. Ja, Rafim wird weiter am Eingangshalle stehen gelassen. Du kannst dann wohl erkennen, wie die Gästeliste weiter abgehakt wird. Kannst dann wohl erkennen, dass der Bürgermeister schon da ist. Verschiedene Stadträte, andere Leute, die dann von Celindian Hall hier reingeschickt worden sind. Gib mir mal eine einfache Etiketteprobe. Vielleicht fällt dir ja was auf. Ich sehe da nix. Du siehst da nix. Ja, du guckst da so ein bisschen mit einem halb schielenden Auge auf die Gästeliste, irgendwelche Winterkalte, Wälzelin, die Namen sagen dir alles nichts und ja. Ja, ich würde da einfach nur stehen bleiben und mir mal anschauen, wer denn da alles kommt. Also wie viele Leute, ich möchte im Grunde mir nur die Leute anschauen, die ich mit offensichtlichen verlorenen Gliedmaßen oder fehlenden Schatten... was auch immer ich in der Richtung einordnen kann und wie viel ich davon zählen kann. Ja, tatsächlich, also dir fällt wohl auf, dass wohl einige Einäugige dabei sind. Die haben wohl auch so Schmissnarben. Du würdest vermuten, dass das irgendwelche Fechter sind. Die haben dann vielleicht nicht nur beim Fechten ein Auge verloren. Ja, also sie haben eben nicht nur Striemen im Gesicht, sondern eben dann auch Auge, das ihnen ausgestochen worden ist. Oder aber es ist nur Zierde. Aber vielleicht gehört das auch zu dieser Maskierung. Einige haben Halbmasken auf, andere haben Vollmasken auf oder eben auch nur so eine ganz kleine Maske um die Augen herum. Viele, viele Damen, die dann eben auch dieses Gackern von sich geben. Du hörst, wie gesagt, Witze, die nicht lustig sind. Und es erinnert dich vielleicht so ein bisschen an den Hochkönig. Wie sie dann ihn irgendwie beeindrucken wollen. Aber die Witze vom Hochkönig sind wenigstens lustig. Wenn man dann drüber lacht, aber das hier ist einfach nur schlecht. Ja. Ich bleib da ganz tief und entspannt stehen. Ich hab eh nix. Ja, also die würden dich auch reinlassen. Wenn du deine Waffe abgibst, dann dürftest du das Ganze betreten.
Solange wird man dir vielleicht mal alle halbe Stunde einen Wein vorbeibringen. Du kannst ihn auch ablehnen, kannst auch irgendwas anderes bestellen, aber ansonsten wirst du da einfach höflich ignoriert. Ja, ist okay. Gut. Kiras, Iserun. Ja, ich möchte mich sichtbar machen. Während Abel mir herumschleicht und sich umschaut, möchte ich praktisch die soziale Ablenkung spielen. Ich bin sichtbar, ich hole mir ein Glas Wein, bin schön im Zentrum der Aufmerksamkeit und versuche mir die ein oder andere Dame anzulächeln, mit der ich tanzen kann. Ja, also Musik spielt, wie gesagt, schon. Es gibt auch wenig Platz auf der Tanzfläche, aber man könnte da tatsächlich tanzen, wenn man wollte. Und wenn du dich da so ein bisschen höflich umherguckst und auch nach mutigen Augen suchst, wirst du die auch finden. Und nach ungefähr, ach, du würdest sagen, nach 2 Minuten hast du dann die erste, die dann dich auch zum Tanze auffordert und dann leise lacht. Ihre Gnaden, ihr habt euch als Reihergeweihter verkleidet? Nun, eine gute Verkleidung, hoffe ich. Mit einem Drachen, das ist ja köstlich. würdet ihr mich über das Tanzpaket scheuchen? Aber mit Freuden. Das ist ja süß von euch. Das wird wahrscheinlich auch eher weniger Tanz und mehr Verführung sein. Ja, dann gib mir mal eine Betören-Probe und du kannst die Hälfte der Betören-Sternchen für dein Tanzen ausgeben. Mhm. Kannst natürlich auch mirakeln. Kannst natürlich jetzt noch weitere Damen auf dich aufmerksam machen oder auch Herren, die dann auf dich zukommen. Das sind nur 9, sind 10, sind 5 Punkte. Nur 5 Punkte, die du dann auf deiner Tanzenprobe bekommst. Mhm, da ist Charisma drin. Ich krieg eine 3 Erleichterung. Juhu. Achso, weil du herausragend aussehend bist. Ah, ja. Auch mit Maske. Man sieht deine herausragend. Herausragend, ich zeig natürlich extra meine Brust. Natürlich, deine herausragend aussehende Brust. Ja, vor allem musste ich so ein bisschen beherrschen, weil dieses künstliche Lachen ist echt anstrengend. Aber du erwächst tatsächlich Interesse bei vielen anderen Leuten, sodass, wenn irgendwann die Kustikane aufhört, die Dame sich höflich vor dir verbeugt oder sich knickst und dann auch tatsächlich direkt die nächste ankommt. Ah, wunderbar, da bin ich beschäftigt. Ja. Einige würden dich dann auch so ein bisschen weiter heranziehen und dann deine Hüfte gegen ihre drücken oder über das Haar streicheln oder dich dann auch einladen, nochmal in das bosporanische Bad zu gehen. Also die verschiedensten Einladungen, die dann in der nächsten halben Stunde auf dich zukommen. Hervorragend. Die meisten davon merke ich mir wahrscheinlich. Gut. Es sind tatsächlich auch einige gut aussehende Damen dabei oder auch herausragend aussehende, beziehungsweise natürlich auch Herren. Derweil Beutax ist beschäftigt mit Mendarion einzutrinken, Iserun mit Asavo Yitzkok. Genau. Ich würde versuchen, den Garakonite ein bisschen besser kennenzulernen, sodass wir uns mal ein bisschen unterhalten können, während wir da übers Parkett schweben. Ja, das heißt, du möchtest auch tanzen? Mhm. Ja. Ich würde dann auch versuchen wollen, meine Gefährten zumindest im Blick bzw. in Rufreichweite zu halten. Aber ich glaube, so verstreut wie die sind, wird mir das bei allen gar nicht gelingen. Ja, die haben sich tatsächlich, also du hast auch gesehen, wie sich Abel mir relativ schnell durch eine der Türen wohl in Richtung der Küche verdrückt hat und dann erstmal weg war. Möchtest du mir gleich eine Tanzenprobe geben oder noch irgendwas, was du als Hilfstalent benutzen magst? Ich weiß jetzt nicht, was du als Hilfstalent herhalten könntest. Ja, was du mir anbietest. Vielleicht so musizieren oder singen oder sowas, aber ansonsten einfach eine Tanzenprobe. Ja, dann mache ich einfach tanzen. Ja, gut. Ja, das sollte gelungen sein. Oha. So könnt ihr dann über das Parkett schweben, ohne dass du dann irgendwie auf die Melodie oder den Takt achten musst. Musst dich gar nicht konzentrieren, sondern kannst dich dann eben ganz normal mit Asavo unterhalten, ohne dass du da auf deine Füße gucken musst oder auf seine Füße. Er führt tatsächlich ziemlich gut, sodass ihr dann auch galant mit verschiedenen Tänzen durch den Raum schwebt. Sehr schön. Euer Gnaden, sagt einmal, ich bin ja nicht umhergekommen, euren Namen zu bemerken. Seid ihr mit dem Erzwissensbewahrer in Gareth verwandt? Ja, tatsächlich. Ich bin... Er selbst ist mein Großonkel, das heißt, mein Großvater ist sein Bruder. Und über diese Linie sind wir miteinander verwandt.
Das ist ja interessant. Ich habe bisher noch gar nicht gewusst, dass er Familie hatte. Ich bin ein wenig mit ihm bekannt. Ah, okay. Ich habe natürlich auch schon eine Vielzahl an Stunden in der Geräterbibliothek verbracht. Habe dort tatsächlich auch mit meinem Großonkel einige Bücher gewälzt und auch geschrieben. Ja. Das heißt, ich bin auch sehr gut mit ihm bekannt, natürlich. Das ist ja interessant. Und der Rest eurer Familie, kommt ihr aus dem Garetischen oder woanders her? Zumeist dann vom See. Daher leitet sich unser Name ab und das Haus. Das heißt, wir werden uns um die Garetha-Platte herum angesiedelt haben und ja. Bisschen Kosch oder zumindest zwischen Kosch und Garethien. Ein schöner Landstrich. Ja, das ist tatsächlich richtig. Auch wenn ich weniger Zeit an dem See selbst verbracht habe, sondern zum einen in Bibliotheken und zum anderen auf Wanderschaft, um dann das Wissen auch anzuwenden. Das ist hochinteressant. Ja, ich werde ihm dann noch weitere Fragen stellen, wo er denn schon überall auf Wanderschaft war, was er am Garetha Pentagon Tempel am schönsten findet und so relativ nerdige Sachen. Mhm. Er kann ja auch erzählen, dass er wohl die Tagebücher der Filiasson-Expedition noch gelesen hatte. Also auch da stand er wohl in gutem Kontakt mit Aslai Filiasson, bevor er dann aufgebrochen ist in Richtung Myranor und hatte wohl auch einige Kontakte nach Havena. Das heißt, er war eigentlich auch schon irgendwie überall. Ist zwar selber noch nicht bekannt mit Graulheim, aber er kennt zumindest, er weiß darum, dass es diesen Trollminister gibt. Also schon viele interessante Sachen gehört und erlebt und gesehen. Da denke ich, werden wir uns gut unterhalten können. Mhm. Ja, nach grob einer halben Stunde, die Musik wird dann kurz enden, die Musiker werden dann das ein oder andere an Getränken zu sich nehmen, kommt dann tatsächlich auch drei Damen auf dich zu, Isarun, die dich dann so ein bisschen in ihre Mitte nehmen und das Haar so ein bisschen dann rausdrängen, so ganz automatisch. Habt ihr schon gehört? Nein, ihr seid ja verkleidet als Magierin, habe ich gesehen, eine Weißmagierin. Das müsst ihr euch angucken. Sie haben einen echten Dämon da unten. Einen echten Dämon? Tatsächlich? Ja, man kann ihn sogar anfassen. Ja, das ist ja merkwürdig. Ich werfe Asabo so einen etwas hilfesuchenden Blick zu. So. Du kannst seine Maske kannst du wohl erkennen, dass er so weil er seine Augenbrauen zusammengezogen hat. Er weiß selber nicht genau, was er davon halten soll. Schaut auf dich und versucht dann auch mit Attack dich zu fragen, was wir vorhaben. Ich bin erstmal überrascht, dass er das kann, aber dann auch wieder nicht überrascht, weil er ist ein Hesindegeweihter und die wissen irgendwie alles. Und dann würde ich ihm zurücksignalisieren, mal ansehen. Mhm. Er formuliert zurück, ich folge euch unauffällig. Und drückt sich dann erstmal in Richtung der Theke, wo du denn jetzt auch erkennen kannst, dass da Mendarion mit Boltax sitzt. Ach so. Ein echter Dämon. Wir haben ihn gesehen und tatsächlich hat das müsst ihr euch ansehen. Rondrali hat tatsächlich etwas Nasenblut bekommen. Kriegen aber wir das von der Theke aus mit? Ja, du siehst jetzt mit so einem, also du bist noch nicht ganz betrunken, musst da so ein bisschen auf Mendarion aufpassen, dass er nicht vom Stuhl runterrutscht. Da kam er wieder und er hatte eine Forelle in der Hand. Eine Forelle? Ja, das kein Barsch. Oh, das ist eine gute Geschichte, eine gute Geschichte. Und Mendarion, einen Moment. Guck mal, da ist Isarun. Boltax. Ja. Es gibt wohl eine Attraktion im Keller. Sicherlich wollt ihr euch das nicht entgehen lassen. Oh. Ah, du bist ja ein Putziger. Du kannst sehen, wie sich eine dieser Frauen zu dir runterbeugt und dich dann so in die Wange kneift. Ja, ein ganz putziger, nicht wahr? Aber ihr seid auch eine fesche Dame, muss man schon sagen. Ah, das ist ja nett von euch. Sie gibt dir einen Kuss auf die Wange. Ah. Ihr habt von einer Attraktion gesprochen. Ja, das müsst ihr euch ansehen. Rondrali hat Nasenblut bekommen, als sie ihn gesehen hat. Sie ist fast in Ohnmacht gefallen. Oh, da bin ich ja gespannt. Einen echten Dämon zum Angucken. Echten Dämon. Nun, aber pst. Freut mich im Übrigen, euch kennenzulernen. Mein Name ist Sumox. Das ist ja nett. Ich bin Baraya. Baraya, oh, das freut mich aber. Nun, dann gehen wir doch einmal runter. Mein lieber Freund, wollt ihr uns begleiten? Ich gucke mir Darien mal an.
Ja, aber guck noch irgendwie über den Sitz hinweg, auf dem du gerade gesessen hast, weg in den Raum. Was? Also du siehst, wie vor dir oder sich jetzt zwischen dich und Boltak schiebt sich eine Frau, die dir mit ihren großen Augen zuklimpert. Ich bin eine echte Violante, müsst ihr wissen. Ich weiß nicht, was das ist. Das müsst ihr auch nicht wissen, ich zeig es euch. Kommt doch einmal mit. Ja, natürlich. Warum nicht? Sie zieht dich so ein bisschen vom Stuhl runter, muss dein Gleichgewicht versuchen wieder zu finden. Würfel nochmal eine Zechenprobe. Nochmal -2. Komm schon! Ja. Boah. Ja, kannst dich abfangen, galant wie du bist und dann an den verschiedenen Tänzern dann vorbei. Sie zieht dich dann wieder so ein bisschen in das bosporanische Bad. Also ganz woanders hin. Aber sollten wir nicht gerade mit wo ist der Ende? Nein, ich will euch zeigen, was eine Violante alles kann. Eine Violante, ja. Ist die violett? Ich denke, die Sprache nicht so genau. Ich denke, er ist gut betreut. Dann können wir ja runter in den Keller. Ja, die anderen, das sind so gerade 4 Frauen, die gerade ihre Augen nach oben drehen. Ach, Violante wieder. Schnappt sich wieder den Elfen. Das war ja klar. Naja, mehr Zwerg für euch, nicht wahr? Haha, ganz, ganz hervorragender Witz, ein ganz hervorragender Witz. Haben wir sonst noch Blickkontakt zu anderen aus unserer Gruppe? Ja, wenn du willst. Also, Kira steht da wohl auch noch relativ präsent herum. Man sieht ihn. Ist jetzt die Frage, ob Kira zu euch rüberschaut. Könnte man sich natürlich über Attack verständigen. Also ich wedel auf jeden Fall mal mit meiner Hand in der Luft herum und hoffe, dass Kiaras sich bei seinen Tanzbewegungen und Drehungen irgendwann mal umschaut. Ja, mein Blick blinzelt doch mal ganz schnell zu dir herüber und zeige dann auf Attack. Ja, was ist? Juhu, euer Gnaden! Es scheint, meine Anwesenheit wird gefragt. Ja, natürlich, ich begleite euch. Zu gern. Ja, ich nehme sie in den Arm und stolziere herüber. Ja, werte Marga. Ach, habt ihr das gesehen? Violante ist wieder mit dem Elfen abgehauen. Ja, das haben wir gesehen. Die Damen erzählen mir gerade, dass es einen echten Dämon im Keller gäbe. Ja, Chondrali hat Nasenblut bekommen und sie ist fast in Ohnmacht gefallen. Ein Dämon? Also wirklich. Als Geweihter muss ich mir das natürlich anschauen und diesem Untreiben ein Ende bereiten, nicht wahr? Natürlich. Als Geweihter ist das ja eure geweihte Pflicht, nicht wahr? Ja, aber natürlich. Ja, los, zeig den Weg. Ja, so könnt ihr gemeinsam wieder durch das Erdgeschoss gehen und werdet dann durch einen der Nebenräume geführt in Richtung einer Treppe, die nach unten führt, wohl in die Kellerräume. Davor könnt ihr eine Wache erkennen, die da wohl steht, aber die sich höflich vor euch verbeugt. Sie trägt wohl eine, was ist das, eine Maske? Ja, was wird das für ein Gott sein? Nandus? Könnte Nandus sein. Isarun, du kannst wohl auch erkennen, wie Asavo euch dann ungefähr mit 10 Schritt Abstand begleitet. Unauffällig. Ich versuche auch, möglichst viel hirnloses Zeug vor mich hinzuschnattern. Ja, mach mal. Damit die mich nicht, oder damit sie ihn nicht unbedingt bemerken. Ja. Überreden? Nee, Würfel, du kannst jetzt erstmal Rollen spielen. Oh mein Gott. Ja, so ein schönes Kleid und aha, was für ein Dämon ist das? Ja, denn? Und die ist Schuhe, ein großes, ich weiß es nicht. Nein, ein Kleid ist nur ein Auge. Ein Auge? So, ja, so ein Auge. Mit Nasenblut. Nur ein Auge. Und ja. So etwas habe ich ja auch schon einmal gesehen. Ich habe eine Statue aus feinstem Silakquamarmor. Aber wo habt ihr denn eure Schuhe her? Was tut derweil Abelmir? Ja, ich kehre irgendwann aus nach dem Rumgestreuner herum zurück in den Hauptsaal, sehe, dass keiner mehr anwesend ist und würde mich... Du kannst Raffin kannst du noch erkennen, der schaut da sehr missmutig und guckt wohl mal in den Raum, hat da vielleicht wohl gerade festgestellt, dass Kiaras verschwunden ist und ab und zu schaut er wieder zurück zu der Eingangshalle. Den kannst du noch erkennen. Dann... Ich habe frei. Der Raffin hat da freien Blick auf den Hauptsaal sozusagen, oder?
Also doch, der wird sicherlich erkannt haben, wo die grob hingegangen sind. Dann würde ich zu Rafim gehen. Rafim, wo sind Sie alle hin? Da vorne. Zeig in eine Richtung. Dann sind Sie in einer Tür verschwunden. Und warum steht ihr hier noch rum? Weil der Sack da vorne mir meine Waffe abnehmen möchte. Schlechte Idee halt. Nun ja. Ich werde mich mal umschauen. Seid vorsichtig. Bin ich doch immer. Lasst euch nicht umbringen. Ich versuche mein Bestes. Ja, ich würde mich dann das schon schnurstracks umwenden in die Richtung zur Kellertreppe wahrscheinlich, die Rafim gezeigt hat. Mhm. Gut, dann kannst auch du folgen und siehst da wohl auch den Drakoniter, der da wohl gerade gemustert wird von der Wache. Die verbeugt sich allerdings auch ohne ihn da weiter, einfach nur ein höfliches Begutachten, höfliches Mustern und dann mit einem mysteriösen Murmeln wird er da wohl auch gerade vorbeigelassen. Wenn du dann ebenso herantrittst, wird die Wache sich dann eben auch zur Seite treten. Verzeiht, mein Herr, aber dort unten können wir nicht für eure Sicherheit sorgen. Es gibt einen mächtigen Dämon da unten. Da seid ihr auf euch selbst gestellt. Ich werfe nur ihm einen schrägen Blick zu. Sicher, sicher. Viel Spaß. Und jetzt kriegt er von mir einen fragenden Blick, aber geht trotzdem weiter. Ja, wenn ihr durch die Kellerräume euch führen lasst, ihr könnt tatsächlich sehen, wie da wohl links und rechts neben den Türen auch andere Wachen stehen, die allerdings auch nur euch zunicken. Ja, und ihr könnt dann auch sehen, wie so blutige Fußspuren auf dem Kellerboden platziert worden sind, die dann in Richtung eines Raumes führen. Ihr könnt ihr dann quasi folgen. Also es ist sehr, sehr auffällig, dass man dann diesen Raum dann betreten kann, soll, darf, nicht darf. Ihr könnt dann wohl auch sehen, wie da eine Frau sitzt auf einer Bank, hat da wohl Nasenbluten und fächelt sich wohl gerade mit einem großen Fächer Luft zu. Die anderen Frauen, die euch begleiten, lachen sie so ein bisschen aus, beziehungsweise kichern unhöflich. Ja, ich würde mal an die Frau herantreten. Gute Frau, kann ich euch vielleicht ein Taschentuch anbieten, um eure Nase zu trocknen? Ah, das ist nett von euch. Unheiliges Dämonenbündelei. Ja, furchtbar, furchtbar. Aber wir haben ja einen Geweihten hier, nicht wahr? Geweihter. Der wird sich dieser Sache selbstverständlich annehmen. Aber natürlich. Nichts wäre mir lieber. Das ist nett. Ach, sie putzt sich so ein bisschen, tüpfelt sich so ein bisschen dann unter der Nase das Blut weg. Jetzt ist meine Schminke verwischt. Ich brauche einen Spiegel und etwas Wasser. Oh. Herr Zwerg, würdet ihr mich stützen? Selbstverständlich. Und nach oben bringen? Ach, ich muss die Sterne sehen, den Himmel. Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, das werde ich wohl hinkriegen. Ich denke, ich kann den Geweihten und die Magierin, ist doch eine Magierin, nicht wahr? Ja, die kann ich hier doch sicherlich alleine lassen. Die sind hier in guten Händen. Du kannst auch gerade sehen, wie wohl Abel mir mit seiner Rope gerade die Treppe nach unten geht und euch dann entgegenkommt. Na, oh, welch ein Glück, noch ein Magier. da seid ihr ja endlich. Was so viele Magier, wie es hier gibt und so viele Geweihte. Nun, vielleicht sollte ich euch lieber an einen kompetenten Magier anvertrauen. Ihr müsst aufpassen, es gibt hier einen Dämon. Unheilig. Dann verschwindet einfach.